Shiro Games. Ah nein, jetzt habe ich doch Fortfahren geklickt. Einen Moment. So, da bin ich wieder hier. Hihi, falsches Ding. Muss ich mal weg. Spiel starten. Spiel abbrechen. Menü. Und das war's. Gut, habe ich das Gamepad eingerichtet. Und neues Spiel. Ich hatte das Spiel nur angetestet, kurz. Freigeschaltet. Rechte Taste. Hier scheint es eine Truhe öffnen zu geben. Ah, nur die rechte Taste. Linke Taste. Immer nach rechts gehen ist öde. Oh, 2D-Bewegung. Und wir haben noch keine Musik. Ja, also bis dahin hatte ich nicht gespielt, nein. Es gibt ja einen Save Point. Einfacher Bildlauf. Möchte sehen, wohin ihr geht. Stimmt's? Ist das Steine? Das sind Steine, ja. Lalalalala. Soundeffekte, yeah! Dadurch wird das Spiel gleich lebendiger. Glatter Bild. Ah, du wirkst jetzt mit. Da ist noch eine Truhe. Wie komme ich denn hier ran? Okay, ich... nein, ich will nicht zurückkehren. Da ist noch eine Truhe, aber ich glaube, ich schnappe... Ein Schwert! Ui. Das ist natürlich nice. Zerstören! Monster! Vorsicht, berührt sie nicht. Was sind das für Geräusche? Musik! Ich wollte einmal seit 2012 ganz oben in den Charts. Yeah. Oh, hier ist der Spitze. Genau, Speicherpunkt. Und bis hierhin hat ich gespielt. Weil es halt einfach der erste Speicherpunkt viel gespeichert. Sicherheit. So, was haben wir hier? Und ich glaube, ich bin mit einem Tag. Ein Stern! Sondern alle verstecken Sterne in den Urland, okay? Die Karte Fledermaus. Eine neue Karte zum Doppelzwilling. Du musst einen Doppelzwilling. Farbe, nicht die Farbe. Ja. Das Spiel geht jetzt immer weiter. Darum geht's auch nicht, Moment. Boah. Ich darf die Viecher nicht berühren. Ich habe keine Lebensanzeige und bin daher, glaube ich, mit einem Schaden. Was? Weg mit dir! Handlung, eine kurze Geschichte, um euch in diese neue Welt vorzubereiten. Yeah. Oh, 256 Farbanzeige. Das ist schon fast echte Grafik, stimmt? Ui, das war knapp. Der hätte mich beinahe nicht. Durch hier durch? Nein. Zeichenanzeige. Dieser Pfad ist nur für wendige Abenteurer geeignet. Okay. Gutes Symbol, um es zu öffnen. Nein, das gehört nicht auf den Start.
Mann, jetzt hör auf zu lecken. Okay, eine von 30 Sternen und eine von 23 Karten. Null Gold. Oder was auch immer das geben. Steht. Wahrscheinlich Gold. Oder Geld. Feierlich. Dafür bist du auf dem Speicherpunkt. Aber auch von mir! Das ist ja richtig feierlich. Nein! Boah, Mann! Hör auf! Over, tippt ihr uns im Telefon zurückzukehren. Wie leckt das Spiel so? Meine Fresse. Hat es in der Voraufnahme nicht getan. Ah, Mann, jetzt braucht ihr der auch mehrere Anläufe. Das Minion habe ich aber jetzt schon da. Oha, ich wusste sogar alle töten. Stimmt, ich konnte ja auch hier lang. Hehehehe, voll vergessen. Aber da unten war noch was. Ich glaube mich zu erinnern, dass da noch was war. Da war, glaube ich, noch Wege. Dass hier noch irgendwas war. Seht ihr, ich hatte schon beide vergessen. Ein Stern! Ich will versuchen, alle zu sammeln. Also alle 30. Freigeschaltet Überwelt! Die Welt zu erforschen ist nett, nehmt aber auch vor zufälligen Begegnungen wahr. Wie jetzt? Was für ein Problem? Unten dann geht der Kampf. Du nimmst einen anderen Kampf spielen, oder? Was? Zwei! Angreifen! Geführt wurde. Oh, Entschuldigung. Ich wollte nicht diesen. Ich bin jetzt etwas müde. Denn ich komme gerade vom Arzt. Oh, das Name. Hier fällt ihr den Namen der Orte, die er bereist. Okay. Direkt umgedreht. Was für eine Sau. Und jetzt muss ich wieder beim letzten Speicherpunkt, ne? Oh, das ist aber, ne? Der hat hier gespeichert. Das ist gut. Hör ich den aber erstmal nicht an. Hier ist der Speicherpunkt. Gut, der hat ich eben nicht gesehen, aber ich guck mich jetzt erstmal hier um. Scheinbar muss ich ihn besiegen.
Spider gehabt? Fort mit dir, abscheuliche Kreatur! Zu töten kann, ihr werdet Schätze freischalten. Doch, warum ist die Musik in Dörfern so? Bestimmt. NSC, endlich jemand zu reden, glaube ich. Tut mir leid, mit Kindern rede ich nicht. Oh, die Tür kann ich nicht betreten schauen. Komm vielleicht noch. Lass mich nur, ich will mit den Einkindern. Jetzt eine Mehrzahl oder sprich jetzt mit Sie an, ich glaube kaum, dass das Sie anspricht. Wenn ihr nicht lieb seid, kommt der böse Kefkas Geist und frisst dich auf das wirklich nett. Hey du! Tut mir leid, mit Kindern rede ich nicht. Arschgesicht. Essen können, dann wäre ich kein Kind mehr. Was? Den Samen, den ich gefunden habe, ist aber in den Brunnen gefallen. Im Brunnen? Dort unten ist es dunkel und ich habe Angst, ihn zu holen. Wachstumssamen? Ja, das könnte uns losbringen. Häuser betreten! Ihr könnt jetzt beliebig in die Privatsphäre anderer eindringen. Ein Zettel, den ich nicht lesen kann. Die Rettung der Welt mit Heldenkristallen. Ha, Sakaguchi. Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Mein Krampf von A.C. Firos. Klingt nicht besonders unterhaltsam. Mein Krampf, Alter. Klingt doch nicht anders. Gastwirt, falls ihr etwas müde seid, warte mal. 10 Grüße, okay. Guten Abend. Ich weiß nur gar nicht, wie der Held heißt. Spiel schon. Aber ich mag die Musik. Aber ich finde nicht, dass sie nervig ist. Ist nichts. Ah, Mann. Was? 1001 Monster mit einem Schuss von Chuck N. Ja, klar. Für den unerschrockenen Abenteuer. Ja, ja. Ihr habt den Tank. Oh, nett. Nett, meine ich. Nett, nicht natt. Nur im Weg gesehen, dass sein Haus ist. Wie man einen Emuk zubereitet von Will Wald. Lecker. Alle eure Truhen sind gehört zu uns. Da gab es wohl ein Übersetzungsproblem. Ja, das glaube ich auch. Ladeninhaber, wenn ihr in diesem Kerl könnt ihr jederzeit eure Gill ausgeben. Tut mir leid, der nationale Schwertverband verbietet uns, Waffen an Kinder zu verkaufen. Aber du würdest es sonst machen, ne? Ja, finde ich gut. Aber ich glaube, wir gehen erstmal in alle Häuser rein, bevor wir erwachsen werden. Weil das ist wahrscheinlich das, was wir machen können. Medium ist die Massage von M. McLuhan. Der ultimative Führer für alles von S. Miyamoto. Absolut, ein absolutes Genie. Okay. Ein Tag gefunden, ja. Oh, ich glaube, ich habe ihn vergessen. Was zum Glück. Aber hier mal nicht. Ja, da ist nichts. Ja, hier ist nichts mehr. Okay, dann gehen wir jetzt in den Brunnen. Wirklich?
Ort. Was zum Teufel habt ihr hier zu suchen? Der Wachstumssamen. Aber wieso ist das denn verdeckt? Ist hier noch irgendwo was? Hier sieht es nicht so aus. Eine Karte. Wow. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Doppelzwilling. Das kommt aber irgendwie bekannt für diesen Namen. Ich weiß noch nicht woher. Nein, falscher Knopf. Ihr habt ein merkwürdiges Samen gefunden. Wollt ihr essen? Ja. Oh, cool. Wir sind erwachsen. Größer werden. Was haben all diese Kinder in Videospielen zu suchen? Ja, mal ernsthaft. Ich habe etliche merkwürdige Geräusche in den nördlichen Höhen gehört. Oh, hier oben war noch ein Haus. Diese Tür ist so dunkel zu hinter. Vorhin hat uns ein Mädchen besucht. Willkommen in Papunika. Wir wünschen euch einen angenehmen Aufenthalt. Was sagt der Kleine jetzt zu uns? Die Erwachsenen sind nicht lustig. Sie beschweren sich ständig über uns Kinder. Weil ich bloß die Erwachsenen... Sagt das Gleiche. So, Herr Ladenbesitzer. Kaufen, Trank, Langschwert. Ziegel fehlen. Phoenix Down. Ist das eine Anspielung auf... Dass Geister da wohnt, wenn noch keiner von da zurückgekehrt ist. Mach frei! In den Höhlen da vorne gibt es ziemlich starke Monster. Gerade jetzt die Ausrüstung leisten wir nicht. Krack! Letztlich Ausrüstung, das heißt, du brauchst das Langschwert noch oder was? Na gut. Geh ich mal an. Ach so, über die haben wir vorhin geredet. Stimmt. Wieder der Kreator. Aber ich werde noch ein bisschen mehr sammeln. Für die seltene Karte, die es da gab. Ich will versuchen, noch alle Karten zu haben. Folge ist hiermit zu Ende. Erstmal die erste Folge von Evoland. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Besucht uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Evoland! Yeah,